der Tagesablauf eines Fußballers, wenn er zweimal Training hat. Um 8.30 Uhr fahre ich dann los, ja, dann trainieren wir so bis 2 Stunden. Dann hast du das Training von 10 bis 12 in der Regel. Dann geht man ein bisschen dreckig, nass geschwitzt wieder rein als Torhüter. Mittags kriegst du dann irgendwo entweder hier auf dem Gelände was zu essen oder du holst dir schnell was. Dann steht eine ganz normale Mittagsruhe an, die meisten schlafen dann daheim. Ist das zweite Training zu planen. Und dann geht es um 15 Uhr meistens zum Training eben wieder raus und das ist dann auch eine ganz normale Einheit. Und dann bist du um 5 ungefähr durch. Und dann kommt natürlich nach dem Training der obligatorische Gang in die Sauna. PlayStation spielen, Fußball gucken, sowas halt mit Freunden treffen. Und steht da, wo es seinen Platz hat, in Hamburg, auf St. Pauli, Flutlicht, Dom, dieses Hells Bells, wo du auch nach 8 Jahren immer noch Gänsehaut bekommst, dann ist man infiziert von diesem Virus. Ich glaube, dass es einfach einen neuen Charme gewonnen hat, wenn man einfach sieht, wie die Gegend gerade gestaltet worden ist, mit den ganzen Aktionen auch wieder, die diesen Verein halt einfach ausmachen. Da war uns halt alles ein bisschen grau am Anfang und dann haben wir in Absprache mit dem Verein hier eigentlich in Eigenarbeit an 2 sehr langen Wochenenden die sämtliche Wände bemalt und das Ganze hübsch gemacht und auch natürlich Statements untergebracht, wie jetzt hier gegen Diskriminierung. Ich glaube, das sucht in Deutschland oder wahrscheinlich europaweit seinesgleichen. Wir müssen gierig drauf sein, Bälle zu erobern, wir müssen giftig sein, wir müssen unangenehm gegen den Ball sein. Leidenschaft ist so ein Begriff, den man gerne sehr schnell herholt, wenn es mal irgendwo nicht läuft. Ich kann natürlich auch alibimäßig da 8-mal über den Platz grätschen und freuen sich alle, wenn das aber nichts bringt, sondern wirklich nur Alibi ist, dann hat da keiner was von, hat das auch nichts mit Leidenschaft zu tun. Als kleines Kind war ich schon St. Pauli-Fan. Wenn du wirklich dich verausgabst und alles gibst, dann kannst du noch so viele Fehlpässe spielen oder noch so viele Chancen verballern. Ich glaube, dann ist dir einfach keiner böse. Wir haben auch eine Flagge im Garten hängen. Es war immer wunderschön hier zu spielen, auch als Gegner. Man wurde immer wirklich auch herzlich empfangen. Es wurde nie negative Stimmung gegen einen anderen Verein oder anderes Team gemacht. Der Einfluss der Fans auf den Verein oder auch auf die Mannschaft im Stadion ist schon was Besonderes. Bei Auswärtsspielen ist es schon fast wieder ein Heimspiel für uns, weil halt so viele Fans kommen und das ist für uns Spieler echt super. Es kann 0-1 stehen, 0-2 stehen. Ich werde unterstützt, solange ich alles auf den Platz bringe. Und ich glaube, das ist so ein Bonus, so ein Vorschuss, wo du dir gerade als junger Spieler vielleicht ein Stück leichter tust. Ja, also ich durfte ja vor 3 Jahren den Aufstieg mitmachen. Und ja, das wäre natürlich nochmal was, jetzt den Aufstieg irgendwie zu schaffen und dann vielleicht nochmal über ein paar Jahre erste Liga zu spielen. Ich glaube, dass man immer realistisch bleiben sollte. Und wir sind ein typischer Zweitligaverein. Wer wie Bayern eigentlich fast immer gewinnt, wird es auch mal langweilig. Wenn man hier erstmal lange leiden muss und viel zu kämpfen hat, dann kann man sich über die Erfolge, die Aufstiege und Derby-Siege viel mehr freuen. Die Fans träumen, zu Recht, das sollen wir auch. Und man muss Visionen haben, ohne sich irgendwo ein Ziel zu setzen, was vielleicht auch ein Stück weit zu hoch ist. Wenn alles ganz gut läuft, dann können wir auch mal wieder in die erste Liga kommen. Wenn alles ganz beschissen läuft, dann geht es vielleicht auch mal wieder runter.